du bist aber auch kuschelig. Mit dir will man eigentlich den ganzen Tag nur schmusen. Hallo Leute, schaut mal. Ist der nicht zuckersüß? Aber halt leider auch nur ein Plüschtier, ne? Es gibt aber einen Hund, der sieht diesem Teddy hier ziemlich ähnlich. Es ist der Maltipoo. Lustiger Name, oder? Ob der Maltipoo selbst auch so lustig ist, das erfahren wir heute. Aber vorher gibt's für euch die Quizfrage. Was besitzt der Maltipoo nicht? Ist es Antwort A, Unterwolle? Oder ist es Antwort B, Krallen? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Wir lernen jetzt den Maltipoo Louis kennen und sein Herrchen, den Heinrich. Die wohnen genau hier. Hallo Anna. Hallo Heinrich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wo ist denn der Louis? Der ist drin. Wartet schon. Komm mit ins Wohnzimmer. Komm rein. Ah, da ist er schon, der Louis. Hallo. Na? Ach, der ist gleich an dem Teddy interessiert. Ja. Louis, den habe ich auch für dich mitgebracht. Schau mal, der sieht doch genauso, wie er auf den abgeht. Sieht doch wirklich genauso aus wie du. Schau mal, wie aus einem Gesicht geschnitten. Also den findet er scheinbar gut. Den findet er toll, genau. Oh, jetzt spüre ich es erst. Der Louis, der ist ja noch weicher als der Teddy. Ja. Das ist ja toll. Ist es nur so, weil der Louis noch so jung ist oder ist es bei allen Maltipoos so? Nee, Louis ist zwar erst 10 Monate alt, aber die Maltipoos, auch wenn sie älter sind, erwachsen sind, behalten das Haar. Also der ist genauso weich, auch wenn er älter ist. Jetzt ist er mit meinem Teddy weggelaufen. Louis, komm her. Komm her. Wollt er gleich klauen. 10 Monate? Ja. Wird er dann noch größer? Also ich denke, als Rüde, er ist ja Rüde, vielleicht wird er die Endhöhe erreichen, aber mehr denke ich nicht. Nicht mehr viel? Nicht mehr viel. Er ist auf jeden Fall kuschelig weich. Ich muss den jetzt noch ein bisschen kuscheln. Und damit euch so lange nicht langweilig wird, gibt's ein paar tolle Infos. Der lustige Name Maltipoo kommt von den beiden Rassen, aus denen der kleine Hund gezüchtet wird. Malteser und Zwergpudel. Von Malteser stammt also das Malti. Und Pudel heißt auf Englisch Pudel. Daher das Poo. Englisch deshalb, weil die ersten Maltipoos aus den USA kamen. Der Maltipoo ist ein Hybridhund. Das bedeutet, dass die Verpaarung zwischen Malteser und Pudel nicht zufällig, sondern geplant abläuft. Maltipoos gibt es in verschiedenen Farben. Es ist immer der Pudelelternteil für die Fellfarbe verantwortlich, denn Malteser sind immer weiß. Maltipoos sind also relativ kleine Hunde. Heißt es auch, dass sie relativ wenig Platz brauchen? Ja, er braucht halt seinen Platz im Haus oder in der Wohnung, das heißt ein Körbchen und einen Platz, wo er toben und spielen kann im Haus. Aber er muss natürlich auch Gassi gehen können. Und was ganz wichtig ist, er braucht natürlich auch ein bisschen Kopftraining. Und das ist fast wichtiger wie ein großes Haus oder eine große Wohnung. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich jetzt zweimal am Tag mit dem eine große Runde gehe, sondern ich muss auch was fürs Köpfchen machen. Tja. Oh, ihr habt auch noch eine Katze? Ja, sogar zwei. Und wie funktioniert das mit dem Louis? Er weiß natürlich, dass die Katzen zuerst hier waren und er arrangiert sich. Mit der schwarzen kommt er besser zurecht wie mit der grauen, aber die kuscheln dann auf einer Decke und das ist ganz unproblematisch. Oh, das ist ja schön. Das heißt, Maltipoos sind auch verträglich mit anderen Tieren? Nach einer gewissen Zeit, sicher. Gut, Heinrich, jetzt will ich natürlich die Tricks sehen, die der Louis so drauf hat. Okay, dazu lasse ich ihn hinsetzen. Mach mal Sitz. So, Pfötchen machen wir später. Okay? Jetzt nochmal einpacken. So, brav. Und so rum einpacken. Das ist für den Hund gar nicht so einfach, weil da muss er einmal links denken und einmal rechts denken. Und jetzt bleiben wir sitzen, jetzt gibt man ein Pfötchen. Ja, fein. Brav. So. Genau. Cool. Zum Beispiel. Das klappt ja super. Kann ich das auch mal probieren? Ja, probier's mal. Das ist ein Leckerli. Okay, Louis, musst dich mal vor mich setzen. Sitz. Und jetzt so rum, ne? Haha, gut. Und so rum. Wow, sehr gut. Oh, gleich wieder raus. Ja. Also so wie es aussieht, will der Louis noch ein bisschen weiter üben. Ja, gern. Wir machen draußen immer ein bisschen so Geruchstraining. Geruchstraining? Ja, komm mit, zeige ich dir. Gassi gehen muss ein Maltipoo natürlich auch. 3-mal am Tag geht Heinrich mit Louis raus. Wollen wir ihn erstmal eine Runde sausen lassen, bevor wir jetzt mit dem Training beginnen? Gern. Dann schaut ihn vorher noch mal an, macht er noch mal einen Eindruck, weil nachher sieht er anders aus. Und los!
lange Strecke gerannt. Ja. Was genau bedeutet denn Geruchstraining? Verrat mir das mal. Ja, wir verteilen für Luis im Gelände Leckerlis. Und er versucht natürlich, das Gelände abzulaufen und diese Leckerlis zu finden. Ah, und Geruchstraining deswegen, weil er erschnüffeln muss, wo die Leckerlis genau, liegen. Die Nase wird ausgebildet und das Gehirn wird angestrengt. Das heißt, er darf nicht spicken. Soll nicht spicken. Dann würde ich sagen, ich halte ihm die Augen zu und du versteckst die Leckerlis. So machen wir es. Komm her. So. Er schaut schon. Gut, sollte reichen. Und saus! So. Wie viele hast du ungefähr verteilt? 5 Stück, denke ich mal. Hast du dir gemerkt, wo sie liegen? Ich nehme mal das nächste Mal eine andere Farbe. Aber er sucht weiter. Ja, er sucht weiter. Und er findet. Ja! Aber es sieht relativ planlos aus, was der da macht. Ja, es ist aber so, er läuft wirklich Linien ab und merkt sich dann Gerüche und macht es immer enger, die Linien, und findet halt dann hoffentlich auch das, was er sucht. Machen übrigens alle Hunde, nicht bloß die Maltipus. Ah, okay, also das ist nicht so planlos, wie es aussieht, sondern ja, da ist ein System dahinter. Ist System dahinter. So. Ja, Heinrich, da hast du nicht so viel versprochen. Der Luis sieht aus wie Sau. Ja, wie Sau. Er hat sich ordentlich eingedreckt. Was machen wir da jetzt? Ich denke, Waschanlage. Waschen. In die Badewanne. In die Badewanne. Wassermarsch. Das Shampoo ist speziell für Hunde, damit die Haut nicht gereizt wird. Bei Matschwetter muss Luis fast immer gebadet werden. Er hat ja ein ganz tolles Fell, aber in so einer Situation ist es wie ein Löschblatt. Das heißt, er saugt alles auf, was er draußen so vorfindet beim Spazierengehen. Den ganzen Dreck. Den ganzen Dreck. Und das bedeutet halt im Herbst bis zum Frühjahr tägliches Baden unter Umständen. So, jetzt machen wir da unten noch ein bisschen. Unter dem Fell sieht man so richtig die Haut durchschimmern. So besonders viel Fell hat er nicht, oder? Naja, durch das, dass er keine Unterwolle hat, sieht man natürlich gleich nach den Haaren die Haut. Bei anderen Hunden ist dort die Unterwolle. Und das schützt natürlich auch ein bisschen. Da hat er natürlich wenig. Und wenn er keine Unterwolle hat, dann bedeutet das doch auch, dass er schneller friert, oder? Dass er schneller friert. Und somit muss er natürlich im Winter, wenn er länger draußen ist und spazieren ist, schon was anziehen. Wenn es richtig kalt ist. Wenn's richtig kalt ist. Okay. Die fehlende Unterwolle haben Maltipus vom Pudelelternteil geerbt. Die Locken auch. Hey, der will gleich wieder spielen. Dann merkt man halt, dass er doch noch ein junger Hund ist. Ne? Mhm. Du haust mir ab. Ja, die sind schon ein bisschen verstrubbelt. Wenn man das nicht macht, kriegt er wahrscheinlich Knoten. Wie oft musst du den bürsten? Ja, also täglich. Täglich? Täglich bürsten. Und nach dem Baden ist es auch notwendig. Mir fällt auf, dass da kaum Haare hängen bleiben. Verliert er so wenig Fell? Das kommt daher, dass er natürlich keine Unterwolle hat. Ah, okay. Und darum ist er ja auch für Allergiker so gut geeignet, weil er keine Haare verliert. Und man muss nicht so oft staubsaugen. Kommt dazu. Auch sehr praktisch. Dafür muss man ihn ständig baden, wenn er dreckig ist. Genau. Musst du denn das Fell auch mal schneiden? Ja, es wächst relativ stark. Das heißt, so alle 3 Monate. Und dann geht es zum Hundefriseur. Was kostet das dann ungefähr? Je nach Friseur zwischen, ja, sagen wir so, zwischen 50 und 80 Euro. Alle 3 Monate? Ja. Das ist ja teurer als mein Friseur. Ja. Mit was für Kosten muss man sonst noch rechnen als Maltipoo-Besitzer? Ja, Hundesteuer, Tierarztkosten, vielleicht 200 Euro. Okay. Dann braucht man natürlich Halsband, so eine Grundausstattung. Körbchen, die Grundausstattung, Leine. Hatten wir jetzt vom Vorgängerhund bereits, aber ich denke, so als erste Anschaffung mal 200 Euro. Alles klar, wie sieht es mit dem Futter aus? Sind im Monat auch ca. 50 Euro zu rechnen. Apropos Futter, ich glaube, der ist schon ganz hungrig. Der knabbert hier an meinen Fingern rum. Sollen wir ihm mal was geben? Fütterbein. So. Ja, das ist eine ordentliche Portion. Das Fleisch, das Luis kriegt. Da ist aber auch Gemüse mit drin. Diese Hackfleisch-Gemüsemischung kann man abgepackt und tiefgefroren kaufen. Luis bekommt das 3-mal am Tag. Man soll nur einen Abstand dazwischen halten von ca. 3,5 bis 4 Stunden, damit er das verdauen kann. Wenn er nämlich so ein Fleisch nach 2 Stunden wieder frisst, dann gärt es im Magen und dann pupst er. Okay, ja, das wollen wir natürlich nicht. Und hier hast du jetzt noch jede Menge andere Sachen. Das heißt, wir brauchen noch Zusätze. Genau. Zum Beispiel Knochenmehl.
Das sind gemahlene Kalbsknochen. Die braucht er, weil er Phosphor braucht. Und das findet er überwiegend in den Knochen. Okay, und dann haben wir hier noch Kräuter. Das riecht gut, wie so ein Kräutertee. Das findet der Hund in der Natur, in dem Magen der Beutetiere. Und das geben wir ihm halt zu seinem Fressen dazu. Das ist wichtig für die Verdauung und fürs Immunsystem. Kalk-Algenmischung ist gut für den Skelettaufbau und die Gelenke. Das war's jetzt aber, oder? Noch was? Ja, wir haben hier noch ein Öl. Über das Fleisch geben wir gerade für Junghunde entweder ein Lachsöl, Lebertran oder Leinöl, ein paar Tropfen drüber. Das braucht er, das Omega-3 und Omega-6. Das ist im Prinzip die fertige Portion, die er so dreimal am Tag bekommt. Gut, Luis, dann gibt's Happy Happy. Na komm. Von dem Fell kann man einfach gar nicht genug bekommen. Aber der Luis kuschelt schon auch gern mit uns, oder? Ja, ja, der kuschelt total gern. Er hat ja auch seine eigenen Kuscheltiere. Echt? Was denn? Ja, sein Kuschelhasen zum Beispiel. Kannst du mir den mal zeigen? Ja, ja, klar. Ah. Oh, der ist aber schon ordentlich mitgenommen. Mhm. Der ist schon ganz verfilzt. Ja. Ich habe mir auch was mitgebracht. Den Teddy hier. Den findet er auch gut, glaube ich. Ja. Ich hoffe, den kuschelt er nicht kaputt. Weißt du was, Heinrich? Ich habe eine super Idee. Du beantwortest die Quizfrage und wir kuscheln so lange weiter. Okay. Ist es was? Natürlich. Was besitzt der Maltipoo nicht? Antwort A, Unterwolle oder Antwort B, Krallen? Antwort A, Unterwolle. Denn Krallen hat er, der Maltipoo. Das stimmt, aber Unterwolle können wir hier nicht finden. Dafür ist das Fell einfach super weich. Okay, okay, du bist nicht mehr in Kuschelstimmung, ich merk's schon. Dann passt es auch gut, weil ich wollte ihm noch einen Trick beibringen. Kann er denn eine Rolle? Ich glaub nicht. Perfekt. Achtung. So, weiter. Los, aus dem Weg. Das. Und drehen. Ja, 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 ja. Ach. Uns beim nächsten Mal wieder. Servus! Hey Leute, ihr seid tierisch interessiert? Dann klickt hier und ihr bekommt immer unsere neuen Videos. Einfach weitergucken könnt ihr da oder da.